Und herzlich willkommen zurück zu Terraform Craft. Wir haben ganz viel Kupfer. Yay! Und zwar machen wir uns davon jetzt erstmal eine Säge. Alles für 100 Units. Dann machen wir uns einen Shizen. Und eine Lyax. So. Ganz genau, und den Rest müssen wir erstmal wegstellen, denn ja. Der Rest ist erstmal nicht ganz so wichtig. Erstmal ist wichtig, genau, wir können. Stimmt, die kann ich da reinpacken, denn ich kann die so hinstellen, die Dinger. Das machen wir auch mal eben. Plup, und wir holen hier die Sachen raus: Giselle, Axt und Saw. Die Saw ist ganz wichtig. Ich glaube, war das so? Warte mal, Saw. Einfach so. Okay. Dann noch den Schüssel. Stickety Stick. Sehr schön. Und was hat man noch? Eine Axt. Genau. So, wir sind schon mal koppertechnisch sehr, sehr gut ausgerüstet. Das finde ich ganz, ganz super. Und jetzt kümmern wir uns darum, was ist übrigens aus meinem Topf? Was mir aufgefallen ist, was ich da gar nicht gezeigt habe, ist, wenn man den Topf mit Wasser füllt an der Wasserquelle, dann ist der eigentlich zu schwer zum Tragen. Aber man hat hier an der Schulter einen Slot, dass man den Topf auf der Schulter tragen kann, dass man ihn bewegen kann. Das habe ich ganz vergessen. Und ja, da kann man ihn tragen und dann ist es die Schwere, sag ich schon, das Gewicht auch kein Problem mehr. So, jetzt würde ich gerne mal gucken, was haben wir denn hier für Holzarten. Wir haben das hier. Und die dort. Okay, wir machen erstmal hier zu. Da vorne habe ich schon mal den Bereich markiert mit Boden, den ich gerne, auf dem ich gerne mein Haus bauen würde. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier einiges rangeschafft kriegen. Und zwar bauen wir jetzt Planks. Yeah. Und aus diesen Planks, meine Freunde, bauen wir Planks? Nein, 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 nein. Nee. Work. 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 Bink. Aber die richtige bitte. Crafting. Crafting. Da. Workbench. Genau. Und zwar aus 4 Planken. Okay, okay. Konnte ich dann schon aus diesen Planken was bauen? Das verwirrt mich immer so ein bisschen. Wo war jetzt was drin? Hier ist Shitcrom drin. Hier ist auch Shitcrom drin. Halt, stopp, die habe ich hier, die Sachen. Hier. Ein mehr. Einfach nur zum Gucken. Huch. Was los? Weakness, Mining Fatigue wegen Hunger? Das kann sehr gut sein, ja. Nachher schon noch ein bisschen an unserem Seaweed. Das ist auch leer. Was haben wir hier noch rumfliegen? Ich hätte noch irgendwas zu essen. Da ein Garlic. Garlic ist gut. Essen wir wieder ein bisschen voll, dass wir regenerieren können. Das ist unser Leben. Und einen Schluck Wasserchen hier aus unserem Clay Jog, den wir am Eimer auffüllen können übrigens. Ganz geil. So, was habe ich gesagt? Ich wollte gucken, ob ich einen Crafting Devil. Nein, kann ich nicht. Gott sei Dank. Das wäre irgendwie cheatig, habe ich das Gefühl. So, wir brauchen also 4 Planksies. 4, nicht 3. Danke. Und das Ding haben wir gerade eben quasi benutzt. Und jetzt haben wir für immer einen 3x3 Crafting Grid in unserem Inventar. Das heißt, wir brauchen, also Crafting Table bauen macht keinen Sinn, denn wir brauchen, also wir haben jetzt dieses Ding hier für immer und das war's quasi. So, jetzt würde ich sehr gerne mal meinen Flachs haben, den ich, da habe ich das Zeug drin. Das ist Monster Drop, das ist Flachs. Okay. Ich hoffe, ich habe genug Flachs. Ich glaube, Flachs so? Nee. So? Gib wohl Yarn. Moment. Bett. Ein Bett. Braucht. Ob das Carpenters Bett funktioniert? Gute Frage. Normales Bett auch mal. Cloth. Silk Cloth. Brauchen wir dafür ein Loom? Okay, also das wird erstmal nix. Aber vielleicht ein Wool. Oh Gott.
Okay, für Wool brauchen wir auch Cloth. Schade. Hätte ja klappen können. Naja. Nicht schlimm, nicht schlimm. Hey, gib mir das. Dankeschön. So. Was mich brennend interessiert, ist Folgendes. Einmal kann ich Great Wood für Carpenter's Blocks benutzen? Ja. Dann die andere brennend interessante Frage ist, kann ich die Lumberdinger benutzen? Nope. Das kann ich nicht. Schade. Gut. Gut zu wissen. Ja. Dann bauen wir jetzt mal aus unserem... Wie sieht das denn aus eigentlich? So holztechnisch. Hopp. Und grün. Das ist ganz schön hässlich, muss ich sagen. Okay. Aber dieses Sycamore-Lumber-Gedönse, das sieht ganz hübsch aus. Hatte ich jetzt noch mehr davon? Oder habe ich jetzt alles... Nee, da habe ich noch mehr davon. Hüpp. So, habe ich hier noch was davon rumfliegen? Nee, hier habe ich nur das lustige grüne Gedönse. Und hier auch nur grünes Gedönse. Okay. Schade. Oh, und hier... Oh, jawohl, ja, Freunde. Da muss ich aber dann gleich was ersetzen. Dafür halt, die können wir dann natürlich stapeln. Und... Flipp, weg ist das Ding. Und hin damit. Aber bin ich froh, wenn ich dieses Ding hier abreißen kann. Es ist so hässlich, dieser komische kleine Chat, whatever. Meine Güte. So, jetzt können wir, ein halber Stack geht immer nur. Ja. Das ist ganz nett. Ne? Ja. Was wollte ich? Achso. Das Zeug auseinandersägen. Sehr, sehr schön. Und direkt wieder zusammenfummeln. Stupi. So, 32 ist mal überhaupt nicht viel. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz, glaube ich. Ja. Okay, was wollte ich noch gucken? Wood. Was haben wir denn noch so an Wood? Da. Wir haben... haben wir Schüssel? Wir haben... Also, Schüssel meine ich. Schüssel, ja. Wie kriegen wir denn den Schüssel? Carving-Schüssel. Nee, das ist der falsche. Das ist auch der falsche. Das ist der richtige Schüssel. Refined Iron. Gibt kein Smelting, meine Freunde. Falls... Ist es überhaupt möglich? Gibt es überhaupt die Diamanten? Ich glaube, ja. Okay. Weil wir müssen ja abschätzen können, was wir hier so alles bauen können. Wie kriegen wir eigentlich Stones? Stone. Richtig geschrieben? Ja, schön. Stone. So richtige, echte Smooth Stone? Mit der Number Uno? No? Smooth. So, Smooth Marble, Smooth Granite, Smooth whatever. Wie kriegen wir das hin? Was heißt nur mit Sizzle, oder? Ich hab wirklich keine Ahnung. Aber die Dinger, die fallen nicht in sich zusammen. Das ist immerhin etwas. Oak. Wo kriegen wir eigentlich Oak her? Schon gut. Ja. Gott sei Dank, die Nacht geht langsam vorüber. Das heißt, wir können bald anfangen zu bauen. Ich freue mich sehr. Auch wenn wir nur 32 Planken haben. Kann ich... Schade. Das ist eine Präjurblatt. Slabs. Nicht so, wie ich es gern hätte. Schade. Gut. Nochmal zersägen können wir es nur wieder in die Einzelteile, ne? Ja. Schade. Wirklich sehr schade. Okay. Ja. Gut. Dann, es wird hell. Es wird langsam hell. Ich bin soweit fit eigentlich. Ja. Geht so. Wie sieht's denn health-technisch aus bei uns? Oh. Gar nicht mal so gut. Grain wir langsam mal dran. Ja. Ist nicht so einfach, Freunde. Ist nicht so einfach, gesund zu bleiben. Aber bald haben wir es geschafft. Die Sonne geht auf. Wie schön.
So. Da will ein Zombie ankommen und uns Bild von der Seite anmachen. Das lasse ich nicht zu. Hinfort. Vielen Dank. Oh, noch einer. Nicht mit der guten Axt eigentlich. Mann. Schlimm, schlimm. Noch einer. Jetzt Sonne, mach doch mal hin hier. Verbrenn das blöde Vieh. Ja, geht doch, geht doch, geht doch. Schneller. Hallo. Dankeschön, sehr freundlich. Oh Gott. Also, können wir denn bitte aus den Carpenters Gedönse Slap-Gedönse machen? Oder müssen wir die extra kleinen hämmern? Oh Gott. Unstable Blocks? Ja, ja. Aber die will ich ja nicht. Oh Gott, da brauche ich einen Hammer. Und der kostet mich Eisen. Und Eisen ist noch in weiter Ferne, meine Freunde. Okay, aber Zäune können wir machen, das ist schon mal wichtig. Gut. Blöd. Gut, gut, gut. Dann eben nicht. Dann müsste erstmal so damit klarkommen. Habe ich jetzt noch. Wo habe ich denn jetzt die blöden Baumstämme hingetan, die ich noch benutzen wollte für mein. Hier. Denn ich hätte gerne natürlich ein hübsches Haus. Und das machen wir am besten mit denen hier. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Natürlich. Muss der jetzt hier aufkreuzen. Oh Gott. Ich kann nicht rennen. Au, au. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. 4 hoch habe ich das Ding jetzt gemacht. Ist okay, 4 ist okay. Hat mir weh getan. Aua. 1, 2, 3, 4. Ach Gott, ich falle wie ein Stein, ne? 1, 2, 3, 4. Und hier vorne noch. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Au. Okay, mache ich noch Zwischendinger? Gute Frage. An der Tür vielleicht, das wäre noch ganz cool, so ein Querbalken-Ding. Können wir Querbalken denn machen? So nach dem Motto hier und dann quer. Ja, können wir. OMG, das sieht geil aus. Das sieht richtig cool aus. Oh yeah. Will ich oben auch Querbalken? Habe ich so viel Holz noch? Also, quasi so. Ich weiß nicht, ob es zusammenbricht, ist die Frage. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Das sollte funktionieren. Yeah. Das wird ein cooles Haus. Ein cooles, cooles Haus wird das. Oh, ja, 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 ja. Halt, stopp, ich habe das Ding dabei. Ja, 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 ja. Oh, yeah. Und nur mehr Holz. Das kriegen wir hin. So, hier habe ich 7 breit. Reicht auch vollkommen aus. Hopp. Und hopp. Sieht auch sehr cool aus. So. 1, 2, 3. Ach ja, kein Holz mehr. Okay, wir brauchen mehr. Wo habe ich noch so einen Baum? Da hinten habe ich noch so einen Baum. Ist ja gerade das Tag geworden, zum Glück. Dann muss ich unterwegs noch ein paar Äxte bauen. Und zwar sollte ich vorher noch ein bisschen was weglegen gehen. Das zum Beispiel und das. Einmal wegstellen. Was ist hier drin? Kupfer, ne? Das harte Kupfer. Das kann ich aber immer noch hinstellen, oder? Ja, kann ich natürlich. Sehr gut. So, wir brauchen, sagen wir mal, 3 Äxte. Eins. Zwei. Drei. Mir fällt das auf da hinten. Den habe ich gefällt. Das ist ja der, den ich ganz runtergefällt gekriegt habe. Was sehr schön ist.
Dann nehmen wir den davon. Nein, genau. Den nehmen wir uns jetzt zur Brust und verkloppen den. Jawohl, ja. Und dann wird es Zeit, dass wir mal was zu essen anbauen. Denn langsam wird es kritisch. Was ist hier überhaupt? Was ist das hier für ein Riesenwulst an Baumkrone? What the fuck? Okay, es sieht nur so aus wie einer. Wo ist denn der nächste? Gott. Der nächste Greatwood. Wo bist du? Da ist der nächste. Okay. Dann muss ich jetzt mal hingehen. Denn ich will damit bauen. Bauen, 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 bauen. Wow, ist er eben auf dem Hügel oder ist der so riesig? Hm. Tja. Da muss ich ja mal demnächst mal gucken, wie ich einen Loom baue. Wo wir haben ja eine I da, ne? Ich bin nur noch gewohnt, von der alten Version alles bei der Wiki nachgucken zu müssen und nicht das NI zur Verfügung zu haben. Puh. Küpferli. Nee, irgendwas. Ups. Verschwendung. Ha. So, oh, ein Pilzchen. Das lassen wir dann liegen, weil das können wir nämlich nicht gebrauchen, leider. So, den kriegen wir ja wohl gefällt. Irgendwie. Einfach mal draufkloppen hier. Gucken, was passiert. Vielleicht haben wir so Glück wie beim letzten Baum. Hoffentlich braucht er mehr Schaufeln, Äxte auf, um den ganzen Baum zu fällen, wenn möglich. Das wäre geil. Ma? Nö, hat er nicht. Schade, schade. Aber er wird halt von unten, von oben abgebaut. Das ist gut für uns. Das dauert halt nur lang. Aha. Aha, er wird weniger. Das ist gut. So, die noch. Und dann sollten wir noch ein ganzes Stückchen von dem Baum runtergenagt haben. 90 und 100. Jawohl, ja. Wir haben den gesamten Baum erledigt. Bam. Läuft bei uns. Ja, hier backt es ein bisschen rum mit dem Leaves, aber das ist okay. So. Ja, das wird schon hier. Okay. Hier noch vielleicht? Hm. Das reicht an. Oh, nein. Was ist das hier eigentlich? Das war der Milkweed. Was mache ich denn mit dir? Mit Milkweed? Oh, ein Greatwood Sapling. Nice. Setz dich einfach mal hin. Den kann man zwar... Doch, der müsste funktionieren, ne? Das wäre schön, wenn der wachsen würde. Was konnte ich jetzt mit der Pflanze da machen? Mit der lustigen Blume? Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Okay. Das ist einiges an Holz drin. Ist mir jetzt auch egal. Wir... Ich glaube, es bleibt sogar liegen, ne? Habe ich schon mal gesagt. Dass es eventuell sogar liegen bleibt. Jetzt sprinte doch mal. Er kann nicht sprinten. Da liegt nochmal Kupfer. Nee, was ist das? Was ist denn das eigentlich? Small Hämatit. Was ist denn Hämatit? Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall Hämatit. So, so. Und Sticks möglichst auch mitnehmen, denn davon brauchen wir jetzt eine ganze Menge für das Carpenter-Gedönse. Die Bomben wachsen irgendwie auch nicht ordentlich. Die brauchen, glaube ich, auch eine ganze Weile, bis die gewachsen sind. So, aber wir haben genug Greatwood-Looks. Das freut mich sehr. An den kommen wir jetzt nicht mehr ran. Hm. Kann ich... Hopp. Den einfach wegmachen so. Oh Gott, das geht nicht gut. Das geht nicht gut! Verdammt. Oh Gott, ich rechne das ganze Gebilde ein, oder? Das gesamte... Oh Gott, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, oh mein Gott. Da, ah, tu es nicht. Oh Gott, oh Gott. Tja. Ah. Verdammt. Ich hätte die Kaptasblöcke nehmen sollen zum Hochbauen. Verdammt. Ah. Aus Fehlern wird man, was wie heißt es, ne? Versuch macht klug. 1, 2, 3, 4. Kann ich auch drauf lang balancieren? Bricht das Ding nicht eigentlich ein? Nö. Hm.
Gut. Sehr schön. So. Hier. Schnell wieder aufbauen. Sonst kommen wir noch zu nix. Sind schon mal 20 Minuten. Das ist schon mehr als genug. Dann bauen wir hier noch ein bisschen um. Weil umbauen ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Das ist richtig? Das ist richtig. Okay. Alles wird gut. Gut. Das sieht merkwürdig aus gerade, aber was soll's. Es darf erstmal bleiben. So, die restlichen Pinöpels hier noch einsammeln. Und dann wird's mal Zeit für eine Wand, hä? Eine hübsche Wand wäre nicht schlecht. Auch wenn das wirklich nicht unbedingt das hübscheste Holz ist. Das ist immerhin besser als gar nichts. Und was ich euch eigentlich noch zeigen wollte an dem ganzen lustigen Gedönse ist folgendes. Der Schissel. Rechtsklick. Linksklick. Shift. Shift. Ist das Schüssel? Hold Shift. Hammer on the Hotbar. Hm, okay, ohne Hammer nichts los. Schade, habe ich ein Hammer-Dingens gemacht? Mold? Bestimmt. Gut möglich. Okay, das heißt, das Haus können wir noch nicht benutzen. Ich muss sowieso mal gucken, wie man Glas macht. Bestimmt auch im Killen. Und dann, ja. Können wir schon fast einziehen. Aber nur fast. Erstmal noch die Nacht überstehen. In unserem provisorischen Heim. Und dann geht es morgen früh weiter. Nehmen wir am besten das dafür. Hüp, hüp. So. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.